letztendlich muss man sagen, es wurde auch resümiert gerade, es war ein verdienter Sieg für Frankfurt. Ihr konntet nicht das aufs Parkett bringen, vor allem im Angriff, was ihr sonst euch so stark gemacht habt. War das für euch der Knackpunkt? Ja, ich denke, wie du schon gesagt hast, Frankfurt hat mal verdient gewonnen, haben unheimlich gut abgewehrt, viel auch in der Sicherung geholt. Ja, dass wir heute nicht unser besten Volleyball gespielt haben, das hat man, glaube ich, gesehen. Trotzdem ist das Spiel eng, deswegen schwingt so ein bisschen Wehmut mit. Und ja, wir trauen so ein bisschen unsere verpassten Chancen, gerade im ersten Satz hinterher. Aber ja, man muss am Ende neidlos anerkennen, dass die Frankfurter tatsächlich heute besser waren. Und ja, auch aus schwierigen Situationen mit ihren Hochballaktionen da die Bälle gut gelöst haben. Und ja, von daher Gratulation nach Frankfurt. Kann man denn irgendwie erklären, warum es bei euch heute nicht so geklappt hat? Ja, weiß ich, es ist halt wieder phasenweise. Ich habe das ja schon ein bisschen prognostiziert, dass es, glaube ich, eher weniger gutes Spiel sein würde. Ich glaube, die ersten beiden Sätze waren auch weniger gut von beiden Mannschaften. Es ist viel Blödsinn passiert. Abstimmung, leichte Bälle reingefallen. Ja, wir haben, glaube ich, ein, zwei Mal mehr Blödsinn gemacht als die Frankfurter. Und ja, im dritten Satz, denke ich, hat der Frankfurt einfach überragend gespielt. Ich finde, wir haben im dritten Satz gut gespielt, aber Frankfurt hat einfach sehr gut gespielt. Gerade im Blockfeldabwehr und ja. Dann haben sich das auch verdient. Es gab irgendwie ziemlich viele Abstimmungsprobleme bei euch auf dem Feld. Man hatte das Gefühl, irgendwie es wird nicht miteinander geredet. War das vielleicht dann doch noch ein bisschen zu viel Anspannung für gerade die, die noch nie in so einem Ambiente gespielt haben? Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen. Ich glaube, am Ende müssen wir einfach sagen, dass wir Schwierigkeiten hatten zu trainieren tatsächlich. Byron war immer nur so 40-30% einsatzfähig. Das heißt, der Rhythmus hat komplett gefehlt. Ich denke, das haben wir heute auch, hat man auch heute gemerkt. Ja, wir haben alles probiert. Wir haben mit den Mitteln, die wir haben, probiert, hier einen heißen Fight zu liefern. Das ist nicht ganz gelungen. Aber ich denke, das war so ein bisschen das Problem, dass halt die Verunsicherung da war, dadurch, dass halt auch der Trainingsrhythmus nicht so da war in den letzten Wochen. Ja, hey, das ist es halt so. Und die Frankfurter haben es mit dir verletzt besser gemacht. Von daher, ja, ist das so.